Hallo Leute, hier ist der Michel. Es wird wieder getruckt, Folge 3 vom American Truck Simulator. Und schon mal vielen, vielen Dank für das großartige Feedback unter den ersten beiden Folgen. Vielen Dank für die vielen Tipps und Hinweise, die ihr auch noch gegeben habt, die wir heute auch hoffentlich größtenteils umsetzen werden. Ja, zunächst mal das Thema Geld bzw. Kredit aufnehmen für einen eigenen Truck und so. Das werden wir am Anfang noch nicht machen. Also ich habe jetzt so den Tipp bekommen, 30, 40, 50.000 Dollar sollte man haben, bevor man den ersten Kredit aufnimmt, bevor man den ersten LKW kauft. Das heißt, wir werden noch durchaus ein paar Aufträge so fahren, als Freelancer quasi, und uns da noch eben ein bisschen was dazu verdienen. Weiterhin wurde mir schon gesagt, so, wir werden heute gleich mal direkt weiter Auftragsfahrten machen. Mir wurde schon gesagt, ich solle mal hier die Sortierung ein bisschen ändern, und zwar mit Preis- und Streckeneinheit. Das soll wohl das Sinnvollste sein, auf jeden Fall. Wir können des Weiteren auch die ganzen Einheiten können wir auch umstellen, dass wir nicht Meilen, sondern Kilometer haben. Dass wir zum Beispiel auch statt LB, also dem Gas, können wir dann auch quasi Liter uns anzeigen lassen. Und so, da müssen wir dann mal drüber abstimmen, würde ich sagen. Wäre natürlich schön, wenn wir das möglichst original alles beibehalten, mit Meilen und Miles per Hour und so. Wir können es aber auch tatsächlich, um zum besseren Verständnis, könnten wir auch einfach die Wertegrößen umstellen auf deutschen Standard oder europäischen Standard. Da können wir ja nochmal über den Kommentaren drüber uns unterhalten oder drüber schreiben, aber ich würde es jetzt erstmal so lassen. So, ansonsten, so noch ein paar Tipps zum Straßenverkehr, werden wir dann gleich nochmal sehen. 3.790 Dollar haben wir ja schon, da werden wir heute was dazu verdienen. Ja, der Auftrag hier, der bringt uns 2.600, hat auf jeden Fall einen guten Schnitt, Dollar pro Meile 14,76, das soll wohl die beste Sortierung sein, um hier wirklich auch sinnvoll Aufträge zu fahren. Und das machen wir auch. Guck mal, den hatten wir doch schon letztes Mal hier, den Truck. Den Kenworth T680 Duty Day Cabin. Den nehmen wir heute mal. Da fahren wir dann nach Huron. Können natürlich später auch nochmal gucken, dass wir einen Auftrag natürlich auch nach Route annehmen, dass wir einfach eine schöne Route haben. Aber dann würde ich sagen, fahren wir den erstmal heute. Ich hatte auch schon mein Profil jetzt bei World of Trucks angelegt. Ich kann es gerade nicht verbinden. Zum Hintergrund, World of Trucks ist halt nochmal so eine Plattform. Ich glaube, die ist offiziell auch von SCS, wo man sich anmelden kann. Irgendwie sieht die Grafik gerade so unscharf aus. Ist, glaube ich, aber normal, ne? Okay. Ne, ich hatte gerade bloß irgendwie... Es sah gerade so ein bisschen krisselig aus unten, aber ich glaube, die Auflösung stimmt soweit. Hoppala, so. Was ich hier gar nicht gecheckt hatte, ist, man kann sich ja komplett umsehen. Habe ich auch gleich, glaube ich, schon mal gemacht. Bloß, ich habe es nicht wirklich wahrgenommen, dass man sich komplett auch nach hinten umsehen kann. Das ist natürlich dann zum Rangieren ein bisschen cooler, wenn wir da ein bisschen besser drauf sind dann irgendwann. Wenn wir sogar hinten rausgucken hier. Dann werden wir natürlich auch komplett ohne die Vogelperspektive auch mal einparken. Aber wir gucken mal, was wir für einen Truck heute hier haben. Was wir für eine Ladung vor allem haben, also unser Kenworth. Und dann haben wir hier zwei so fette Kanister oben drauf. Der Anhänger ist relativ kurz, es geht noch, ne? Da haben wir auf jeden Fall schon längere. Na gut, ich würde sagen, los geht's. Fahren wir los. Die Strecke ist jetzt nicht super lang. Ich glaube, die letztes Mal war ein bisschen länger. Genau, also zum Straßenverkehr auch. Hoppala, ein schöner Huckel da. Der hat auch schön, kam im Lenkrad auf jeden Fall an. Blinker ist gesetzt. Zum Straßenverkehr habe ich auch nochmal einen Tipp bekommen wegen den roten Ampeln an Kreuzungen. Da kann man dann tatsächlich auch abbiegen. Also wenn halt die Ampeln sind ja hinter der Kreuzung in den USA. Und ich kann halt dann, wenn rot ist, kann ich trotzdem rechts abbiegen. Das kann man ohne weiteres machen. Oh, die Sonne scheint wieder heute hier in California. Also wegen World of Trucks war ich ja noch nicht fertig. Bei World of Trucks kannst du dich halt registrieren und dann kannst du halt ein License Plate hier, so ein Nummernschild. Kannst du, oh, ich bin viel zu schnell. Du kannst ein Nummernschild dann einstellen und du kannst auch dein Avatar ändern. Also haben wir jetzt diesen, ich habe ihn ja so liebevoll Gronkh in 20 Jahren genannt. Unser alter Ego hier, unser Truck-Avatar. Ja, schön bärtig, grimmiger Blick und so. Da kann man auch tatsächlich auch ein eigenes Bildchen einbinden, wenn man das möchte. Und ich bin schon mal ganz gespannt. Ach, mittlerweile ist übrigens dann auch der Multiplayer gelauncht von World of Truck, von American Truck Simulator. Kam jetzt vorgestern Abend irgendwie. Oh, war ich jetzt im Leerlauf? Hoppala. Ja, ich war, glaube ich, auch so im Leerlauf. Mein Gott, der braucht aber ganz schön lange, um hier auf Touren zu kommen, der Kenworth Truck. So, im Hintergrund läuft wieder so ein kleiner Country-Sender. So, Spur sieht frei aus. Kleiner Blick in den Spiegel links. Ja, alles gut. So, Blinker aus.
Wir werden natürlich auch bald hier Nachtfahrten, Abendfahrten erleben. Wir sehen schon, die Uhr geht schon in Richtung 18 Uhr. Das heißt, jetzt werden wir auch sicherlich mal ein bisschen in den Sonnenuntergang fahren. So, hier seht ihr die gleiche Autobahn wie neulich. Fresno, ne? Da sind wir dann nochmal, glaube ich. Doch, hier sind wir auch letztes Mal schon lang gefahren. Es geht auch in die gleiche Richtung nach Norden. Hoppala. Genau, und ich würde jetzt in dieser Folge schon mal anfangen, einfach mal so eine Themensammlung in den Kommentaren zu machen, weil ich glaube, der American Truck Simulator lebt dann vor allem davon, dass wir in den Folgen einfach dann verschiedene Themen auch besprechen oder dass wir einfach mal über Themen quatschen, die so ein bisschen off-topic, also off-Truck-Simulator sind logischerweise, weil wenn man da später auch längere Routen hat, dann braucht man ja irgendwie ein Gesprächsthema, worüber man reden kann. Sag mal, haben wir eigentlich jetzt schon Licht an, weil das müsste ich wahrscheinlich... Okay, alles gut. Ich müsste ja wahrscheinlich mal das Licht anmachen, ne? Da muss ich gleich mal kurz gucken. Und da, also ihr könnt gerne schon mal Themen in die Kommentare schreiben, über die wir gerne mal reden sollen. Ich hatte schon so ein Beispiel neulich, da meinte jemand, erzähl doch mal, was du schon auf der Autobahn im Ausland erlebt hast. Ich selber bin jetzt noch gar nicht großartig im Ausland auf der Autobahn gefahren. Als ich 18 war, war ich glaube ich sogar noch mal mit meiner Mutter im Urlaub. Hier sind wir neulich abgefahren, glaube ich. Das war diese Auffahrt, wo ich halb hängen geblieben bin. Jetzt wird es schon ganz schön dunkel, ne? Ich guck mal ganz kurz, wo die... Ich fahr zu schnell. Achtung, Polizei. Wenn die mich hier erwischen, das kostet so viel Kohle. Ich schau mal kurz nach, ob ich hier die Einstellung entdecke. Für die Lichter. Müssen wir mal Lichter belegen. Tasten und Knöpfe. Und da bin ich dann auch durch Österreich und Italien noch gefahren. Aber gut, so viel erlebt haben wir da jetzt nicht direkt. Wunderschön zu fahren ist natürlich hier der Brennerpass von Österreich nach Italien. Das ist natürlich eine Traumautobahn. So, Lichthupe sehe ich schon mal. Kamera. Audioplayer. Warte mal, ich bin wahrscheinlich schon vorbei. Ah, hier. L haben wir Lichtmodi. Was habe ich denn eigentlich auf meiner Flash-Taste belegt? Weiß gar nicht mehr genau. Ja, im Prinzip lasse ich das einfach mal auf L und greife dann einfach neben mich. Fernlichtscheinwerfer haben wir auch. Warnblink ist auf F. Okay, also L kann ich mir schon mal merken. Da können wir dann das Licht einmal einstellen. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ich habe ernsthaft schon überlegt, ob ich vielleicht mal das Formel-1-Lenkrad anschließe. Weil am Formel-1-Lenkrad sind ja, und da ist schon ein Polizist, sind ja unfassbar viele Tasten. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal Licht an. Das war Tagfahrlicht, das ist, gut, das ist das richtige Licht, sehr schön. Das Abblendlicht. Haben wir schon mal Licht angemacht hier. Wird ja auch schon ganz gut dunkel gerade. 19 Uhr. Nee, also da habe ich jetzt so an sich jetzt nicht viel erlebt auf der Autobahn, außer dass es einfach eine schöne Panoramastraße ist. Ja gut, dann waren wir natürlich in Belgien noch nicht beim Rallycross, aber das war auch so, dass einfach man gemerkt hat, okay, man darf hier nur 130 fahren oder 120 und fährt halt sehr gediegen, dann ein bisschen Niederlande, Belgien bin ich Autobahn gefahren. Ah, ist halt nicht viel, ne? Ist halt, also fährst halt 120 oder 130 und ist halt langweilig so. Es ist schon wirklich ein unglaubliches Gut, dass wir hier haben, dass wir diese Freiheit haben, in Deutschland auch mal sein Auto auszufahren, ne? Ist halt schon unglaublich gut. Ansonsten haben wir natürlich in Deutschland ein bisschen was erlebt auf der Autobahn. Ich habe auch schon bei einer Rückfahrt aus einem Urlaub, habe ich tatsächlich schon auch einen Unfall live gesehen, wie er entstanden ist. Da ist so ein Astra Kombi, der hat sich auf der Autobahn überschlagen. Da ist schon wieder unser Wegestation Umleitungsdienst. Muss ich tanken? Nö, muss ich nicht. Schlafen muss ich auch noch nicht. Könnt ihr mal, Wiegestation? Ach so. Okay. Halten Sie am LKW-Signal. Da muss ich eine Untersuchung machen. Muss ich die machen oder kann ich jetzt auch vorbeifahren? Oh oh. Ich hoffe, dass da jetzt... Achtung, da kommt gerade ein LKW rausgeblinkert. Links ist nicht frei gewesen. Komm, den überholen wir jetzt mal, ihr Brummi-Rennen. Nee, scheiße. Ja, Wegestation nicht aufgesucht. Wiegestation, so rum, nicht Wegestation. Man muss da anscheinend dann vorbeifahren, alles klar. Das wusste ich jetzt noch nicht, dass ich das machen muss. Das haben wir jetzt verpasst, aber ich sag mal 700, ja, tut schon weh. Aber verdiene ja auch 2600, also das ist schon okay. Jetzt Brummi-Rennen fällt doch aus, weil ich kriege einfach keine
Geschwindigkeit rein. Nee, da habe ich live einen Unfall erlebt, hat sich ein Opel Astra Kombi überschlagen. Da saß meine Mutter allerdings am Steuer, wir haben danach, war ihr schlecht, dann haben wir gewechselt einmal. Das war auch eine Rückfahrt von Urlaub, das war das gleiche, wo ich 18 wurde. Da waren wir irgendwo, guck mal, da ist dann noch eine Wiegestation jetzt. Aber die muss ich jetzt nicht anfahren, oder? Oder habe ich jetzt noch eine zweite Chance? Nicht, dass ich jetzt nochmal gleich eine reingewirkt bekomme, er zeigt mir sie zumindest nicht mehr an. Das sieht soweit alles safe aus gerade. Ja, Brummi-Rennen fällt aus, sag ich ja. So, müssen wir denn schon abfahren? Ich glaube, ja. Achso, das ist die Ansicht, okay. Sehr gechillt. Ja, also wir müssen auch runter. Mal hier hochrollern. Nee, hier sind wir neulich abgebogen. Das ist quasi der gleiche Weg gewesen wie letztes Mal. Bloß, dass wir jetzt nicht in Fresno sind, sondern in Huron. So, gucken wir mal. Das sieht soweit alles schon mal frei aus. Jo, kommt keiner. Genau. Das war halt so ein bisschen vor uns. Also haben sie schon mehrere andere Fahrzeuge dann angehalten, um da auch erste Hilfe zu leisten, gegebenenfalls und so. Meine Mutter ist dann einfach weitergefahren, weil, ja, bringt auch nichts, wenn dann 20.000 Leute stehen bleiben. Im Prinzip reicht es ja, wenn dann schon 3-4 Autos da stehen geblieben sind. Wir hatten auch, ja, wir sind ja keine Ärzte und so. Also wenn man ein Arzt wäre natürlich, würde man wahrscheinlich eher anhalten. Ja, egal, jedenfalls war meine Mutter schlecht dann. Die hat am nächsten Rasthof, haben wir dann gewechselt, da bin ich den Rest nach Hause gefahren. War so irgendwie noch 600 Kilometer bis nach Hause, nach Rostock damals. Dann hatten wir letztes Jahr einmal, oder war das schon vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube letztes Jahr, der Andy im Fiesta ST auf der Autobahn und dann war vor uns so ein bescheuerter Mercedes-SUV, der irgendwie sich wahrscheinlich, weiß ich nicht, der hat sich irgendwie bedrängt gefühlt, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls hat der vor uns irgendwie eine Vollbremsung hingelegt und uns ausgebremst und uns dann auch noch, ist dann irgendwie ganz weit links rübergefahren, weil er irgendwie einen anderen überholen wollte, so rum war das, und hat dann haufenweise Steine auf ein Auto geschleudert, zum Glück war da nichts kaputt. Aber da habe ich halt gehupt und so. Und dann hat der auf einmal, um den halt irgendwie zum Stehen zu bewegen, oder dass er halt bei der nächsten Rasthof, dass er da anhält, weil ich dann gucken wollte, was an meinem Auto kaputt ist. Und, naja, jedenfalls hat der dann mich komplett ausgebremst, hat wirklich, es hat eine Vollbremsung gemacht. Das war wirklich lebensgefährlich, ey. Bei so 130, 140 hat der einfach, ist der voll auf die Eisen gegangen. Ich konnte dann gerade noch so bremsen. Irgendwie so 30 cm oder so Platz zwischen uns gehabt. Naja, jedenfalls Ende der Geschichte, wir haben uns das Kennzeichen notiert. Ich habe den angezeigt, weil das war wirklich heftig. Und warte mal, hier kommt gerade McDonald's-Werbung. Das ist irgendwie nicht so super. Wieso kommt hier McDonald's-Werbung? Warte mal. Da habe ich irgendwann drei Wochen, nee, ich glaube sogar zwei, drei Monate später, habe ich dann auch die Info bekommen, dass der Fahrer nicht ermittelt werden konnte. Das ist ein Firmenwagen gewesen. Naja, aber ich denke mal, dass derjenige trotzdem schon auf den Deckel bekommen hat in seiner Firma. Die können das ja feststellen dann. Wer mit dem Auto zu dem Zeitpunkt gefahren ist. Kann mir keiner erzählen, dass da kein Fahrtenbuch drüber geführt wird, wenn das vor allem ein Firmenwagen ist. Also, das war echt schon nicht so witzig, du. Classic Country, das klingt ja mal sehr geil hier für unsere Zwecke. Nicht, dass wir noch GEMA-Musik drin haben oder so. Das kann natürlich bei Classic Country auch mal durchaus passieren, aber naja. Das ist immer sehr entspannt. Ein bisschen leiser vielleicht machen, das ist ein bisschen lauter als das andere Radio. So, jetzt brauche ich auch entspannte Musik, denn es geht wieder ans Einparken. Und ich habe jetzt die schwierige Variante gewählt, habt ihr schon gesehen. Da müssen wir uns erstmal einen Überblick verschaffen, wo hier der Verladebereich ist. Anscheinend da hinten. Mhm, okay, ich schalte mal hier kurz in den Nahbereich um. Okay, da sehen wir es schon. Gut, also erstmal kurz überlegen. Da hinten ist der Verladebereich. Soll ich hier gleich rückwärts reinfahren oder können wir tatsächlich sogar vielleicht auf dem Gelände wenden? Ich würde mal vorschlagen, dass wir vielleicht sogar schon hier rückwärts reinfahren. Ich denke mal, dass wir den da auch rückwärts abstellen müssen. Ja, gucken wir mal. Der Anhänger ist jetzt nicht so super lang. Ich glaube tatsächlich, ich fahre nochmal wieder rückwärts komplett raus und fahre komplett gleich rückwärts rein. Da haben wir es, glaube ich, am einfachsten. Oder? Hier ist ja relativ viel Platz eigentlich. Das sollten wir wahrscheinlich schon hinbekommen. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir jetzt innerhalb der Zeit bleiben. Nicht, dass das hier noch irgendwie ein Problem gibt. So, dann fahren wir mal rückwärts hier raus. Natürlich jetzt auch noch blöd, dass es dunkel ist, ne? Anhänger, wo bist du? Oh Gott, jetzt kommt wieder
Es kam natürlich die Frage, ob ich schon mal jemals mit dem Anhänger gefahren bin. Kann ich ganz klar verneinen. Ich habe auch keinen Anhängerführerschein. Warte mal, jetzt bin ich falsch gefahren. Okay, alles gut. Oh, irgendwo hänge ich. Warte mal. Ich glaube, am Anfang sollten wir vielleicht doch nochmal ein bisschen schauen, dass wir... Ich habe jetzt natürlich null... Oh, da ist ja noch ein... da ist ja noch ein Strommast. Aber noch haben wir die Ladung nicht beschädigt. So, gucken wir mal. Erwische ich ihn wieder? Ich bin ganz knapp vorbei, sehr schön. So. Erstmal sieht doch schon mal ganz gut aus. Zum Glück ist jetzt wirklich Nacht, dass hier auch keiner irgendwie rumfährt, ne? Habe ich auch ein bisschen Schwein gehabt. So, jetzt fahren wir geradeaus. Alter, das wird jetzt echt ein Akt für mich. Also ich bin da halt auch jetzt echt ein kompletter Noob, ne? Das darf man nicht vergessen. Ich hoffe da auch auf ein bisschen Nachsicht von euch. Okay. Ich nehme mal doch, glaube ich, für diesen Fall hier nochmal schnell die Außenansicht. Das ist natürlich... Ne, so rum. Ich hoffe, der Winkel stimmt einigermaßen. Schön langsam vor allem. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch das schön langsam zu machen. So, könnte sein, dass wir vorne noch ein bisschen mit der Schnauze anecken, aber es sieht ganz okay aus. Jetzt langsam gerade werden. Langsam gerade werden. So, warte mal. Ich gucke mal. Das ist natürlich hier die einfachste Übung eigentlich, ne? Muss man echt mal sagen. So, jetzt muss ich das Lenkrad wieder langsam gerade. So, ich gehe mal wieder in meine Cockpit-Ansicht zurück. Okay, jetzt bin ich schon wieder relativ gerade auch. So. Ja, jetzt ist das Lenkrad gerade, okay. Der Anhänger ist auch relativ gerade. Wir sind ein bisschen... Ah, warte mal. Eck ich da an? Nö, sieht ganz gut aus. Schön langsam. Langsam ist, glaube ich, das Wichtigste. Dann kann man nämlich... ein bisschen mehr sehen könnte. Okay, wir haben es zumindest schon mal geschafft, hier den Bock, aber nicht so schnell bewegen, den Bock hier rückwärts langsam aber sicher reinzubekommen. Jetzt müssen wir schon langsam mal gucken, dass wir hier ein bisschen die Richtung bekommen. Gucken wir mal kurz. Ist hier Platz? Ja, da ist Platz. Jetzt gegenlenken. Macht mich ein bisschen wahnsinnig gerade. So, wir kriegen auf jeden Fall schon mal die Peilung. Jetzt müssen wir mal ganz kurz überlegen und gucken. Ja, es sieht soweit echt ganz gut aus. Jetzt kann ich natürlich mit rechts rausgucken, nur noch wenig bewirken. Aber ich kann ja sogar hier durchgucken, durchs Fenster. Das ist natürlich sehr praktisch. Jetzt muss ich mal kurz die Richtung wieder bekommen. Es ist echt, man stellt sich das einfacher vor, als es ist, ey. Wenn du halt auf einmal so einen riesigen Schlorn hier bewegen musst. So, jetzt ist er schon mal wieder gerade, alles klar. Man muss einfach ein bisschen sich reinfinden, ein bisschen diese Übung dafür bekommen. Jetzt muss ich zum Beispiel schon mal hier wieder ein bisschen... Ah, wir haben hier schön viel Platz, also notfalls, es kann zwar ein bisschen dauern, aber ich werde es, glaube ich, final, werde ich es schon hinbekommen, den da hinten reinzustellen. Brauchen wir die Richtung. Ich glaube, es ist auch okay, wenn wir hier am Anfang noch mal ein bisschen... Nee, noch reicht es nicht. Jetzt kann ich ihn gleich einknicken. Oh, jetzt sind wir angeeckt. Okay, nicht so schlimm. Noch gibt es keinen Abzug, noch haben wir nichts kaputt gemacht. So ein bisschen anbumsen, das darf man. Da hat man so ein bisschen die Narrenfreiheit. Ne, das war jetzt wieder falsch. So, ich guck mal ganz kurz, was da hinten jetzt ist. Warum wir da anbumsen. Da ist ein kleiner Hänger. Mhm. Ich bin tendenziell ein bisschen zu weit in der Richtung. Mein Gott, ist das ein... Aber das macht es eben auch aus, ne? Dieses Gefühl hier. Dann, wenn man dann den Anhänger reingeparkt hat, dann ist halt so dieses Erfolgserlebnis da. Und ich glaube, ich eck da schon wieder an, oder? Oder? Nee. Jetzt hat's gepasst. Gerade so, glaube ich, hinten. Oh, ich ecke, glaube ich, gerade an. Ich
schieb ihn einfach mal, drück ihn einfach mal durch. Das ist natürlich gemein, dass da so ein kleiner doofer Hänger ist, ne? An dem hängen wir gerade so ein bisschen fest. Ah, er bietet mir gerade schon das Überspringen an. Ja, das habe ich gerade natürlich vorhin noch gar nicht beachtet, dass wir hier so einen kleinen blöden Hänger haben, der uns hier natürlich alles kaputt macht. Der hier eine zusätzliche kleine Schwierigkeit reinbringt. Ich habe schon ein paar andere Channels gesehen, die das so souverän machen. Da fühlt man sich ein bisschen schlecht, aber ich glaube, das geht ziemlich jedem so, der das erste Mal hier den Truck-Simulator in den Händen hält. Das macht, glaube ich, für euch auch so ein bisschen den Reiz aus, dass ihr jemanden habt, der hier noch kompletter Nappel ist und sich hier ein bisschen auch blamiert. Aber guck mal, guck dir das an. Wir haben ihn, glaube ich, gleich. Ja, gib mir schon die... Ich glaube, ist schon grün, ne? Oh, nee, ist doch noch nicht grün. Ich hätte zu früh gefreut. Jetzt! Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben 90 Erfahrungspunkte geholt. Yes, ausgezeichnet. Ja, ein bisschen Geld verloren, ne? Die 700 haben wir dann natürlich verloren wieder durch unsere kleine Aktion. Level 1 aber noch. Jawohl. Genau, also Mods wird ein ganz großes Thema sein hier beim American Truck Simulator, dass man da zum Beispiel hier, gab es auch schon als DLC beim Euro Truck Simulator, dass man hier seine Fähnchen hat, dass man da verschiedene Elemente noch in seinem Cockpit hat und so. Und ja, ach so, eine Korrektur wollte ich noch anbringen. Wir haben natürlich keinen Hänger, sondern einen Auflieger. Stimmt, ganz vergessen schon wieder. Habe ich vorhin schon wieder Hänger gesagt? Wir haben einen Auflieger. Das ist kein Hänger, das ist ein Auflieger hier bei so einem. Ja. Ansonsten sind wir, glaube ich, für heute dann durch. Ich habe beim nächsten Mal dann noch einfach E-Mails, die müssen wir nochmal lesen. Ich benötigen Sie Geldmittel. Guck mal, die Bank meldet sich schon. Wenden Sie sich an die örtliche Bankfiliale für einen Kredit. Junges Unternehmen, selbstständige Fahrer gesucht. Wir suchen einen fähigen Fahrer mit eigenem LKW. Sind wir noch nicht. Fähiger Fahrer sind wir nicht. Einen eigenen LKW haben wir auch noch nicht. Beim nächsten Mal können wir mal das Thema aufgreifen. Also die Langhauber in den USA. Warum haben sie solche langen Hauben und warum ist es in Europa anders? Wieso hat sich in Europa eher die flache Schnauze durchgesetzt? Das langweiligere Design in meinen Augen. Ich meine, das ist ja hier bei den amerikanischen Trucks so geil, ne? Diese Einstiegsleisten, gehst du Treppe hoch wie in so ein Zuhause rein und so. Die sind natürlich auch für viel längere Strecken und so gedacht. Da kannst du halt richtig drin wohnen in dem Bereich hier. Das ist bei den europäischen Trucks eher weniger. Du bist halt in den USA viel länger unterwegs, viel längere Strecken und musst dementsprechend auch ein bisschen wohnlicher alles haben. Und naja, egal, wir können ja beim nächsten Mal drüber sprechen. Das war heute auf jeden Fall schon mal ein relativ geglückter Auftrag. Wir haben zumindest den Auflieger abgeliefert. Ein bisschen holprig noch, aber ich denke mal, mit der Zeit kommt das dann so langsam rein. Ne? Schöne Nachtfahrt. Ja, auf jeden Fall schon mal 5700. Ein paar Fahrten werden wir noch brauchen, ein paar Folgen werden wir noch brauchen, bis wir unseren ersten Kredit aufnehmen und dann selbstständig durchstarten. Ich werde natürlich dann morgen einen weiteren Auftrag suchen und ja, bis denn. Danke, ciao.